Hallo Leute, und weiter geht's im Rennsimulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden unser Projekt weiterführen mit der Scheune. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, warum das nicht zu stellen geht. Ja, also das Mittelteil. Wir haben ja das Problem gehabt, dass man das Mittelteil, dass das nicht hingeht. Auf jeden Fall ist mir gerade eins aufgefallen. Ich werde das noch ein bisschen umstellen. Bisschen weiter vermitteln, die ganze Geschichte. Mache ich das von außen am besten, wo ich es besser sehe. Denn da werden wir wahrscheinlich doch noch ein paar Schweine aussortieren müssen. Weil die wahrscheinlich uns stören. So kommt mir das vor. Jetzt ist klar, ne? Jetzt sind die Schweine hier im Weg. Sieht man ja, steht ja noch eins, da läuft eins. Aber bei der Mittelsektion hat man ja dasselbe Problem. Deswegen denke ich, werden wir noch ein paar Schweine schlachten, Alter. Mach mal auch, bevor wir hier lange warten. Das ist als erstes dran. Wenn das schon hier hergelaufen kommt, ne? Na, was nur? Hast du eine Schramme oder was? Habt ihr das gesehen? Okay. Also, das ist dran. Das werden wir auch gleich rannehmen. Was haben wir hier noch? So ein fettes Rumlaufen. Drei. Und das hier. Vier. Ich würde sagen, die Viere machen wir erstmal. Fahren vorher. Oder nee, fahren nicht. Wir werden vorher noch die Hühner machen. Nochmal reinschauen, wie es aussieht mit den Eiern. Und dann können wir nämlich gleich die Eier mitnehmen. Die haben wir ja nur 2 Tage nicht verkauft. Genau. Das klingt nach einem Plan. Na, was wird denn nun hier? Ja, und dann, wie gesagt, müssen wir zusehen, dass wir die Scheune wieder hinbekommen. Ich habe eigentlich Hoffnung, dass das mit den geschlachteten Schweinen dann wieder besser wird, wenn das ein bisschen ausdünnen, das ganze Feld. Also wir sozusagen mehr Platz bekommen, dass sich das dann einfacher macht. Habe nämlich das erste Video angeschaut, wo ich die erste Scheune gebaut habe und habe wirklich gesehen, so wie ich es erst vermutet hatte jetzt in der letzten Serie, dass man das erst fertigstellen muss, dann die nächste anbauen muss. So ist es nämlich nicht. Man kann das also gleich komplett stellen, bevor man es gebaut hat. Also erstmal planen, sage ich mal. Ne? So. Oh, noch die drei noch eins gelegt. Na, siehst du? Fleißiges Hühnchen, weiter geht's. Mal hier kleiner sauber machen.
Na, was denn nur hier so? Alles klar, auf geht's. Werden mal schnell durchleuchten und dann fahren wir die Kohle einsacken. So, wie sieht's aus? Nüscht. Junge, lass doch das Gerät stehen. Jedes Mal dasselbe. Wisst ihr, das ist ein schönes Gerät. Da haben wir ein befruchtetes, sehr schön. Die anderen Bienen von gestern haben wir vorhin gesehen, die sind noch nicht geschlüpft. Denke mal, das wird dann morgen passieren. Ja, gehe ich von aus, ich glaube 2 Tage, ne? So, mein Junge. Das ist, wenn der immer diesen komischen seitlichen Schritt macht. Da mal wieder eins. Läuft, würde ich sagen, ne? Also wenn wir jetzt die Schweine dann heute verkauft haben oder einen Teil von den Schweinen, müssen wir uns, glaube ich, um Geld erstmal keine Sorgen machen. Wir haben ja jetzt schon reichlich drauf. Was haben wir jetzt an Geld? 2500. Wenn dann das andere jetzt noch dazu kommt von heute. Mensch, Junge, jetzt reicht's. Bleib stille stehen. Da wieder ein befruchtetes. Und das letzte. So, die Viere nicht. Die können wir dann zum Verkauf mitnehmen. Ist doch das Körbchen schon schön gefüllt, ne? Die 3 schaffen wir weg. Wieder in den Stall. Komme ich hier drüber? Nö. Zu ungelenkig. Junge, Junge, mehr Sport treiben. Ja, hau ab, du blödes Hund. So ein dämliches Huhn. Ich hab doch das Ei wiedergebracht, Mann. Sieht man natürlich, ne? Schon ordentlich Eier drinne. Denke, das alleine wird sich schon lohnen. So, ich sagen, schaffen wir das Fleisch weg. Lass mal gleich einen Burger laden. Und dann werden wir mal zur Tankstelle fahren. Sehe ich gerade. Kurz auftanken.
Was haben wir denn heute? Wildfleisch, Käse und Ei. Guckt mal an. So ein Haufen Eier und dann noch Multiplikator 1,8. Sehr nice, würde ich sagen. Gibt es für die Eier alleine 669. Sehr schön. Das ganze Schweinefleisch verkaufen. Macht 6111. Und das kann sich doch sehen lassen. Alter, was mit dir raus hier? Bevor wir zur Tankstelle fahren, schaffe ich das vom Sprit her? Ne, wir fahren erst zur Tankstelle. Ich hätte gedacht, wir können ja noch ein paar Kühlboxen holen. Ist für uns einfacher, das ganze Fleisch, jetzt die vier Schweine zum Beispiel, dort zu verladen. Kommt doch ordentlich was an Masse zusammen, ne? So. Wieder voll machen den Johnny hier. Weil das passiert mir nicht mehr, wie ich jetzt am Anfang immer laufen musste, weil ich den Sprit leer gefahren habe. Nee, nee. Das habe ich jetzt im Blick. Ich würde sagen, wir schießen mal schnell durch zum Laden und holen die Kühlboxen. Das ziehen wir durch. Das werden wir ja später, denke ich, sowieso benötigen, wenn wir dann soweit sind, dass wir das Fleisch aus dem Fleisch Wurst machen. Gehe ich von aus, dass wir die Wurst sowieso auch in den Kühlboxen hier lagern können oder transportieren können. Da brauchen wir das dann sowieso. Ja, das wäre dann halt meine Idee gewesen, wenn die Scheune steht und der Hühnerstall fertig ist, dass man sich dann damit beschäftigt, wo baut man sich vielleicht noch ein kleines Gebäude hin, dass man dann in dem Gebäude dann sozusagen die Wurst herstellt, ne? Wie viele Boxen wollen wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Boxen. Damit sollte das Auto voll sein. Na, das sieht doch sehr gut aus. Da wieder für gemacht, hä? Einmal frei. Und die letzte Box noch. Dann das Körbchen oben drauf. Sollte eigentlich funktionieren. Hätte ich jetzt gedacht. Mach jetzt keinen Mist hier, Junge. Na, genau dahin. Das ist doch eine schöne Fuhre. Wenn das voller Fleisch ist, da scheppert es doch richtig in der Kasse. Wenn wir jetzt die vier Schweine erstmal einsammeln, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch eins dazu nehmen. Wir haben ja gesehen, die vermehren sich ja enorm schnell jetzt. Also, jetzt haben wir so eine Masse.
Also an Schweinefleisch mangelt es uns nicht mehr. Guckt euch das mal an, was hier rumrennt. Das ist schon ordentlich, ne? Okay, das Körbchen war von hier. Durch. Mensch, Junge, bleib da in der Hütte. Du kommst hier rein. So, einwandfrei. Voll. Auch voll. Also ihr seht selber, die rennen uns so über den Haufen hier, die Schweine. Das wird Zeit, dass wir hier wirklich mal aussortieren. Da ist mir das jetzt auch egal, ob die nun komplett ausgewachsen sind. Die müssen erstmal weg. Ein Großteil davon. Hier liegt ja auch noch Fleisch von gestern. Voll. Auch voll. Wo hat man jetzt noch eins? Da hinten hat man noch eins. Und das? So, dann nehmen wir das Ogle mit. Guckst du so neugierig? Komm mit. Wenn du schon so blöde guckst. Oh nee. Falschen Knopf gedrückt. Entschuldigt, Leute. Voll. Was ist mit dem hier? Voll. Merkt ihr, was hier für eine Masse an Fleisch zusammenkommt? Die größten, wenn man. Ach, hier liegt da noch eins. Okay.
Endeffekt müssen denn die Schweine in eine Scheune? Mir gefällt das schon ganz gut, dass die auch hier draußen rumlaufen. Du bist auffällig. Komm. Oh, wäre eine ganz coole Aktion gewesen. Voll. Ich bin jetzt eingebildet, dass hier Boxen stehen. Oh Mann. So, die Böden gleich wegmachen noch. Aber da seht ihr, das wird schon wieder enge mit Platz. Das werden wir gar nicht alles wegbekommen, was jetzt hier geschlachtet wurde. Kriegen wir auch nie. Haben noch eine leere Box haben wir noch. Mensch, Junge, stell da einfach das da drauf. Stell da nicht so an. Anstellen kannst du am Konsum, aber nicht hier. Hochtot. Dann schaffen wir das Fleisch gleich weg. Obwohl, wenn ich auf die Uhr gucke, schaffen wir das zeitlich. Wenn die 20 Uhr wieder zumachen, wird doch das auch schon wieder knapp. Wie schnell soll ich denn hier noch rennen? Das schaffen wir zeitlich nicht mehr. Mach mal eins. Na komm du her, jawohl. Komm her, komm. Komm mit. Jawohl. Muss man schon für morgen vorbereiten. Wo haben wir hier noch was Großes? Haben wir das schon abgeknallt? Ist ja irre. An die habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Aber seht ihr selber, was hier los ist? Das ist doch nicht normal, so ein Haufen Schweine. Es geht so nie weiter. Das ist zu viel.
So steht die Scheune schon mal auf jeden Fall besser. Kriegen wir jetzt den Mittelteil rein? Wieso nicht? Wieso geht es nicht, Leute? Was ist hier los? Weiß ich nicht, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Verstehe ich nicht. Bin ich zu blöde geworden, eine blöde Scheune zu bauen? Wieso geht es nicht? Könnte ich jetzt die Rück... Das Rückenteil könnte ich ohne anbauen. Oder muss ich mit der Rückseite anfangen? Oh, das glaube ich doch bald nie, hä? Das sollte doch egal sein, mit welcher Seite ich anfange zu bauen. Habe ich doch bei dem anderen auch so gemacht. Warum geht das hier nicht ran? Okay, also ich mache das. Ich probiere das nächste Mal, es jetzt fertig zu bauen. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Hier ist nirgendwo ein Schwein. Was soll mir hier im Weg sein? Das kann ja wohl nicht an der Scheiße liegen, die hier liegt. Hier ist nichts. Dort liegt Insel, das ist aber außerhalb. Das verstehe ich nicht. Warum das hier nicht geht. Scheiße, liegt das garantiert nicht. Das wäre ein Ding. Okay. Alles klar, das soll es gewesen sein für heute. Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wie gesagt, wir haben erstmal einen Haufen Moneys gemacht und das Auto ist auch schon wieder voll für die nächste Fuhre Fleisch zum Verkaufen. Haben auch schon wieder drei geschlachtete Schweine noch da liegen.